ziemlich super cool. Shovel Knight ist einfach die perfekte Mischung zwischen Retro-Charme, aber mit allen modernen Komfortfunktionen und guter, besserer Steuerung, als das so Retro-Spiele tatsächlich hatten damals. Es ist einfach perfekt. Die perfekte Kombination aus gute alte Zeiten und neues, cooles Gameplay. Na gut, starten wir mit Shovel Knight. Dem neuesten Add-on. Dem neuesten Dingenskirchen. Skyline, dankeschön für die Bits. Ja. Cool. Bin ich ja richtig im Irrenhaus? Ja, doch, ich denke schon. Hallo Ramsi, wie geht's? Wie geht's? Schon allein der Soundtrack von dem Spiel ist einfach super. Am liebsten würde ich irgendwann mal Shovel Knight auch komplett auf dem Kanal Let's Playen. Mit allen Charakteren. Aber jetzt fangen wir mal ein neues Spiel an. Mit King Knight. King of Cards. Heißt dieses Kapitel quasi. Danke, das ist super nett von dir, Skyline. Cool. Dann folge ich mal dem haarigen Igel in meine Abstellkammer. Genau, mach das. Haarige Igel lügen nie. Eigentlich ist jeder Igel haarig, oder? Wäre fast komisch, wenn er nicht haarig wäre. Ups. Okay, los geht's. Ich habe schon mal kurz reingespielt. Der... Hallo, Finn. Der King Knight hat eine sehr eigene Mechanik, die viel leichter ist als die von anderen teilweise, aber auch wieder sehr cool ist und sehr coole Mechaniken erlaubt. Vor langer Zeit war das Land ungezähmt und die Heimat legendärer Abenteurer. Das ist im Grunde die Vorgeschichte von diesem Endboss. In von Frieden verwöhnten Landen erfreuten sich neue Zerstreuungen großer Beliebtheit. Ein Kartenspiel namens T'Chost, denke ich mal, hat das Land im Sturm erobert und einen großen Triumph Dingenskirchen. Den Wettbewerb leiten drei Chost-Titanen. Diese weisen Könige wurden auserkoren, um für Einheit durch Freude zu sorgen. Dieses Turnier ist für King Knight sehr interessant, denn obwohl manche ihn einen Narren nennen, der König spielt, weiß doch jeder. Wer alle drei Chost-Titanen besiegt, gewinnt einen unglaublichen Schatz und wird zum König der Karten gekrönt. Doch der Kampf um die Chost-Krone wird nicht leicht werden. Doch King Knight lässt sich nicht beirren. Er bereitet sich auf sein bislang wichtigstes Abenteuer vor. Genau, das ist die Motivation für unseren Anti-Helden. Soll ich dem sprechenden Adler mein Gepäck geben? Bei sprechenden Adlern wäre ich immer ein bisschen vorsichtig. Kommt drauf an, was sagt er denn? Hallo, Löffelkreis. So, King Knight hat eine relativ einfache Mechanik. Im Grunde kann er nur rennspringen und diesen Stoß. Allerdings ergibt sich daraus ein relativ komplexes Gameplay, wie man das aus Shovel Knight kennt. Denn ich kann nicht einfach auf Gegner springen, das würde mir Schaden zufügen. Wenn ich Gegner ramme, drehe ich allerdings diese Pirouette. Diese Pirouette ist wichtig, das werden wir noch sehen. Eine wichtige Kernmechanik. Denn wenn King Knight seine Pirouetten dreht, ist das vergleichbar mit Shovel Knights Schaufel nach unten Attacke. Sein Signature Move quasi. Und es ermöglicht mir höher zu springen oder mich eben auch durch den Boden zu graben und so Sachen. Und daraus, aus diesem einfachen Gameplay eigentlich, haben sie im Grunde, die Entwickler meine ich mit sie, wieder alles rausgeholt. Wie man das kennt von Shovel Knight. Super cool. So, Schätze sammeln ist natürlich immer wichtig für Upgrades und so.
Es ist einfach auch so... Eben, wie ich vorher schon gesagt habe. Mehr kann ich dazu einfach auch nicht sagen. Die Steuerung ist so direkt und funktioniert so perfekt und ist so modern irgendwie. Dabei ist die Optik, der Style und die Anmutung so perfekt retro, dass das einfach die ultimative Kombination ist. Deswegen ist Shovel Knight so toll, finde ich. Der King Knight ist der Dash Knight, aber es kommt noch eine zweite Spielmechanik hinzu. Denn natürlich ist dieses Kartenspiel... Oh nein, oh Gott. Natürlich ist dieses Kartenspiel auch wirklich implementiert im Spiel. Und einige Bosskämpfe basieren quasi auf dieser Dash- und Pirouetten-Mechanik, während andere Bosskämpfe auf der Kartenspielmechanik basieren. Aber dazu kommen wir noch. Bis zum ersten Boss habe ich schon mal gespielt, um mir ein bisschen einen Eindruck zu verschaffen. Okay, warte mal. Yay! Schatz! Hallo, Crusader, wie geht's? Crusader, dankeschön! Die Bits! Das Glas wird wieder ordentlich angefüllt. Das Bitglas. Warte mal schnell. Machen wir kurz zum zur Einstimmung. Oh? Ach, da ist es. The bits, the bits, the bits, the bits. Okay, okay. Take it easy on the counter, will you? Dankeschön. Yeah. Okay. Weiter geht's. So, im Bonus-Level gestorben. Das ist natürlich ärgerlich. Versuche ich mal kurz zu konzentrieren, weil das ist gar nicht so ohne hier. Okay. War doch irgendwie relativ ohne. Aber ich habe leider meine alten Schätze nicht alle wieder zurückbekommen. Naja, so ist das eben. Geheimgang. Ah, dammit, das habe ich vermasselt. Müssen wir noch mal warten. Mehr Blubberblasen, Drache. Reichtum. Ich finde das schön, dass der... Ich meine, das ist irgendwie so bizarr designt. Ich finde es absolut toll. Ja, am Schluss, wenn er an diesem großen Ring hängt und der große Ring wird von einem Strauß von Ratten getragen, die alle kleine Propeller auf dem Rücken haben. What the fuck? Es ist super witzig irgendwie, weil es so skurril und seltsam ist. Auf dieses Design muss man erstmal kommen. Eine quasi fliegende Kutsche mit einem Ballon von Ratten mit Propellern. Ich finde das total super. Was passiert, wenn das Glas überläuft? Dann läuft's über. Dann fallen die Bits überall hier bei mir auf den Boden und ich muss saugen nach dem Stream. Aber so ist das eben. Man könnte sagen, du tanzt dem Drachen auf der Nasenspitze rum. Ganz genau. Ja, hallo Gary. Wie geht's? Das Level im Menü erinnert an Mario. Ja, ja, genau. Genau, an Mario oder... Doch, stimmt. Ich finde, der Grafikstil im Spiel erinnert sehr stark an Mega Man oder sowas in der Art. Aber grundsätzlich die 8-Bit-Ära einfach. So, hier wird jetzt eine neue Mechanik erklärt, nämlich Gras oder Moos, bewachsene Flächen. Denn hier kann ich keine Pirouetten drehen. Keine bemoosten Pirouetten.
grausamerweise. Oh, Mist. Hi, Metatron. Wie geht's? Ach, Quatsch. Auch diese Leitern, die in die nächsten Level führen, das ist sehr Mega Man. Und ich finde auch, der Soundtrack könnte aus einem Mega Man-Spiel sein. Und Mega Man hatte immer einen fantastischen Soundtrack. Meine Lieblings-8-Bit-Songs stammen eigentlich aus Mega Man-Spielen. Von einem großen Teil. Oh, damit voll in die Falle gegangen. Gern geschehen für die Erinnerung. Ah, das warst du. Ich kann mich erinnern, genau. Ja, das vergesse ich. Sowas vergesse ich ständig. Sachen, die ich im Video sage, dass ich verlinke, dass ich dann im Infotext. Da ist dann quasi ein Video-Render- und Hochladprozess dazwischen und dann denke ich immer nicht mehr dran. Das ist immer gut, wenn man mich daran erinnert. Überhaupt, wenn euch irgendwas auffällt, dass irgendwas fehlt in der Videobeschreibung oder irgendwelche Playlists nicht stimmen oder sowas. Also an dem Playlist sitze ich jetzt gerade, da werde ich wieder am Wochenende ein bisschen was machen, dass die alle wieder aktuell werden und so. Aber wenn euch da irgendwas auffällt, sagt mir einfach Bescheid. Meistens ist das dann relativ schnell erledigt. Ist wirklich nur, weil ich es einfach vergesse. Ah, come on, du blöder Hasenkäfer. Ich weiß gar nicht genau, was die darstellen sollen. Ich glaube wirklich irgendwelche Käfer, oder? Puh, ich war mir nicht sicher, ob ich mich trauen soll, das zu machen. Aber hat funktioniert. So, böser Käfer. Bonusgeld und Level fertig. Yeah. Das gehört sogar ein bisschen zur Lore, dass da diese Ratten dran hängen, weil aktuell ist unser König quasi ein kleiner Niemand und seine einzigen Untertanen sind Ratten. Aber die mögen ihn dafür wirklich gern. Ich glaube, das wird jetzt auch noch angesprochen hier. Das ist ja auch das Schöne. Man glaubt es am Anfang gar nicht, aber im Hauptspiel Shovel Knight kriegen eigentlich fast alle Antagonisten wirklich so eine nette Persönlichkeit. Und in ihren eigenen Spielen kriegen sowohl Plague Knight als auch Spectre Knight wirklich Backstories oder auch weiterführende Stories, die wirklich sympathisch machen. Und echt so interessanten und netten Figuren. Und ich bin gespannt, ob das hier bei King Knight auch so ist. Dass der mehr Tiefe kriegt. Mehr als man dem Spiel zutrauen würde. Hi Tobias, hallo. Unsere Mama ist das hier nämlich zum Beispiel. Ach, mein kleiner Prinz, bist du wieder da, um mir mit den Zutaten, die ich haben wollte, den Tag zu retten? Mutter, ich bin kein Prinz, sondern ein König. Und Mutter, Könige haben Untertanen, die ihnen zu Diensten stehen. Ach, mein kleiner Schatz, da sind doch Ratten, keine Untertanen. Meine Ratten sind loyal bis zum bitteren Ende. Sie sind meine ersten Untertanen, Teil meines grandiosen Plans. Ich muss die Chost-Karten-Krone erringen und zum König der Karten erkoren werden. Das ist weitaus wichtiger als irgendwelche Botengänge. Nun, mit leeren Magen kannst du nicht regieren. Iss ein Happen. Okay, essen wir einen Happen. Warte mal, die will 1000 Gold dafür, dass wir hier einen Happen essen? Auch, wow. Mit Liebe von deiner Mama gebraten. Du bekommst dauerhaft ein Herzteil. Das ist natürlich schon ziemlich gut. Hier, bitteschön.
Mit viel Liebe gebacken, kostet aber auch 1000 Gold für den eigenen Sohn. So ist das eben. Ach, mein kleiner Pummelprinz. Was siehst du doch fein aus. Du wirst gewiss ein Meister... ein weiser, edelmütiger König sein. Purzelchen, hast du mir ein wenig Bares mitgebracht? Ich würde dir ja gern noch was kochen. Ja, 3000. Okay, bei Mama können wir Herz-Upgrades kaufen. Das ist schon mal gut zu wissen. Alles klar. Okay, erster Endboss. Spectre-Schlucht. Spectre Knight ist hier der Gegner. Der eben auch ein spielbarer Charakter ist in seinem eigenen Kapitel. In seiner eigenen Story. Der ist cool. Der ist so ein bisschen so ein magischer Todkerl. Ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern, was sein Plot war. Ich glaube, der hat wirklich seinen Körper verloren. Sein Leben. Irgendwie sowas. Ist auch schon wieder Jahre her. Kann mich nur noch daran erinnern, dass ich es cool fand. Aber nicht mehr, was inhaltlich genau los war. Okay, jetzt schon wieder. Seit dem Release von Persona 4 PC-Version nach der PC-Konferenz konnte ich mich nicht mehr losreißen. Das finde ich auch ziemlich cool. Ich hoffe, dass die Persona-Spiele überhaupt ein bisschen mehr rumkommen. Ja, cool. Oh, dammit. Oh, what? Mist. Okay. Gold. Gold ist in dem Spiel natürlich immer super wichtig, denn es gibt wahnsinnig viele verschiedene Upgrades. Nicht nur Herzteile, sondern auch Fähigkeiten, einmalige Cheat-Items, alles Mögliche. Das ist natürlich hier bei King Knight nicht anders. Ich hätte sogar erwartet, dass bei King Knight Geld vielleicht noch eine größere Rolle spielt als bei allen anderen Figuren, weil das ist ja so ein bisschen sein Gimmick. Aber wir haben ja schon erfahren, dass er anscheinend aus armen Verhältnissen kommt. Vielleicht auch deswegen. Mal schauen, was da noch mit seiner Mutter und so, ne? Kann sich vielleicht noch was entwickeln. Storytechnisch. Oh nein, gemein. Ach, ich erkenne jetzt erst, dass das Skelette ohne Köpfe sind. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist denn das eigentlich? Warum haben die so winzige Köpfchen, die Gegner? Aber die haben quasi gar keine Köpfe, ich verstehe schon. Nein! Ach, come on. Kriegst du nicht mehr hin. Das Schätze. Kommt zu mir, danke. Puh, hat so ein bisschen eine Dark Souls-Mechanik mit den Schätzen. So, ich glaube, ich lasse die totenkopflosen Skelette da unten jetzt einfach totenkopflose Skelette sein. Oh, jetzt habe ich mir hier eine echt blöde Situation geschaffen. Dammit. So ein Mist. Naja. Ich habe Persona, ich kenne Persona und spiele die privat auch total gut, aber der Lizenzinhaber ist sehr problematisch und deswegen kann ich da leider nichts dazu machen. Das ist eigentlich der einzige Grund. Oh, das wollte ich nicht.
Goddammit, ich hätte echt gern den oberen Stein erwischt. Da ist bestimmt super Loot. Oh, Bonusring. Cool. Ach Quatsch, jetzt nehme ich den Ring wieder zurück. Ich hätte erstmal darüber sollen. Nein! Habe ich vermasselt. Ist auch nicht so schlimm. Bin zu früh gegangen. Dachte, da geht's weiter. Hätte mir die Levelstruktur besser ansehen sollen. Nicht schon wieder mit einem Auge im Chat hängen. Dein Streben nach dem Titel des König der Karten ist nicht unbemerkt geblieben. Ach, das hat sich dann auch in den Slums herumgesprochen, was? Soll ich jetzt etwa mit einem mit einer Entourage aus abgerissenen Bettlern reisen? Du wirst schweigen und meinen Worten lauschen. Du hast keine Chance. Es sei denn, du... Aus dem Weg, du stinkender Filzkittel! Ich werde mit auf dem Weg zur Tjost-Krone doch nicht mit irgendwelchen Pennern abgeben. Ein Kind im Kostüm eines Monarchen. Ich werde dich Respekt lernen und die wahre Bedeutung von Angst. Ah, dammit, komm schon. So wird das nix. Spectre-Knight hat, wenn man ihn spielt, man hat es jetzt vielleicht so ein bisschen erahnen können, so eine Slash-Mechanik. Die kennt man auch aus anderen Indie-Spielen. So eine Durch-Gegner-Durch-Slash-Mechanik. Und so kann man quasi dann Kombos von Gegner zu Gegner machen. Das war sein Gimmick im Grunde. Tja, okay. Du bist unverschämt, aber recht flink unterwegs. Interessant. Oh, Grauen, du hast meinen Umhang berührt. Jetzt muss ich deine widerwärtigen Aussatz erst wieder herauswaschen. Na, nimm das und vergeude meine Zeit nicht mehr. Tjost-Deck. Ein Starterdeck aus Tjost-Karten. Endlich kann deine Kartensuche beginnen. Ein Tjost-Deck? Hast du das mit deiner Hexerei besudelt? Das sind ganz normale Tjost-Karten. Du Einfallspinsel, such nach dem nächsten Haus des Tjost und spiele deine Rolle. Welches Interesse hat Spectre Knight daran, dass wir zum König der Karten werden? Bonuslevel! Das holen wir uns. Oh, what? Dammit, das habe ich jetzt leider vermasselt. Kriegen wir noch eine Chance? Nee. Okay, dann versuche ich jetzt ab hier die Sache noch zu retten, so gut es geht. Dass wir noch einigermaßen reich hier rauskommen.